dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es geht weiter. Ja, wo geht's weiter? Das ist die Frage. Auf alle Fälle nicht hier, sondern hier geht's weiter, bei der Nummer 60. Bei der Nummer 60. Muss nur eben mal den Ton regulieren. Bei der Nummer 60 ist übersteuert. Bei der Nummer 60 geht's weiter. So können wir das lassen. Im Anschluss an Gregory Bateson mit seinen verfaulten Kartoffeln hier nochmal ein Verweis auf die Praxistauglichkeit der Sprache von Fritz Mautner. Hier heißt es, für das irdische Wirtshaus, natürlich für das Mitteilungsbedürfnis ist sie ja brauchbar. Für das Schwatzvergnügen der Wirtshausgäste und für die Zurufe an den Speisenträger. Da kommt man mit der Sprache recht weit. Also jemand, der jetzt die Sprache für die höheren Genüsse des menschlichen Geistes nicht besonders tauglich hält, der gute Mautner. Dann hier noch ein Zusatz, der gewöhnliche Alltagsverstand nimmt wortwörtlich, damit wären wir wieder bei der Identifikation und der Zusammenfassung, Begriffsrealismus, alles Subjektive zu objektivieren. Also das Vorgehen, das auch in der Rechtsprechung bisweilen überhand nimmt, dass man nach den Buchstaben des Gesetzes geht und weniger die Bedeutung dieser Paragraphen interpretatorisch auslegt. Das sind eben die zwei Kontrapunkte, möchte man sagen, die sogenannten Positivisten, für die es keinen Grund gibt, da irgendwas rumzudeuteln. Da sind die Angelegenheiten ganz klar, messbar, offensichtlich. Und auf der anderen Seite die Bezogenheit, die Relativierung und damit die Interpretationsbedürftigkeit. Diejenigen, die behaupten, ein objektives Wissen lässt sich nicht belegen. Es ist nur, es ist eine subjektive Erkenntnis möglich, bezogen auf den Sinn und Zweck, auf die, der beabsichtigt ist von einem konkreten Subjekt, aber eben auf logischer und in objektivistischer Hinsicht in Bezug auf Allgemeingültigkeit, das ist reine Behauptung, reine Dogmatik, autoritäres Gehabe und abzulehnen.
und zu beseitigen, zu zerstören. Es kommt nochmal besagter Paul Zende zu Wort, den wir in soziologischer Hinsicht schon des Öfteren gehört haben. Nummer 61, eine dauernde Beeinflussung der Mitmenschen ist am besten darauf zu erreichen, wenn sie dasjenige, was in Wirklichkeit nur den Interessen einzelner oder weniger dient, als allgemeingültige Wahrheit annehmen. An dem Tag, wo es gelang, den partiellen Interessen absolute Geltung zu verschaffen, entwickelte sich bereits die Minoritätsherrschaft, worin das Wesen auch der heutigen Gesellschaft besteht, eine Minoritätsherrschaft, die an den Schalthebeln der Macht sozusagen sind immer weniger als die Menge derjenigen, die den Anweisungen der Obrigkeit bzw. Beamtenmanager zu folgen haben. Die Masse des Publikums ist immer größer an Quantität, die vor dem Fernseher sitzen, als diejenigen, die im Fernseher sitzen. Aber zurück zu Szene. An dem Tag, an dem es gelang, den partiellen Interessen absolute Geltung zu verschaffen, eben durch diese allgemeingültigen Wahrheiten, entwickelte sich bereits die Minoritätsherrschaft, worin das Wesen auch der heutigen Gesellschaft besteht. Der Abstraktionsprozess gibt den Mechanismus dieser Verabsolutierung ab. Und dieser Abstraktionsprozess ist auch die Methode, mit der die Masse der Menschen sozusagen in Schach gehalten wird oder unfähig gehalten wird, eigene Gedanken, sich einer eigenen Urteilskraft zu befleißigen, da ja die Logik immer wieder in eine Sackgasse führt und keine Veränderung der Verhältnisse möglich macht. Diese Verabsolutierung ist der Gedanke des Absolutismus, ist der Gedanke des objektiv an sich allgemeingültigen, ohne irgendeinen Bezug, eben absolute Gültigkeit, scheinbar wertneutral, ohne interessenbedingt zu sein, was Schwindel ist, diese Objektivität ist erschlichen, erlogen und alle daraus abgeleiteten Konsequenzen null und nichtig. Womit wir bei der Nummer 62 angelangt wären. Wir sprechen den Menschen, teilen die Welt in Ordnungen und Eigenschaften ein. Die Fähigkeit zu klassifizieren, zu übermitteln, aufzuschreiben, hat auch ungeheure Erfolge für Kultur und Wissenschaft zu verzeichnen. Aber wir vergessen nur allzu leicht, dass die Natur ein nahtloses Gewebe ist und die Klassifizierungen nur in unseren Köpfen existieren. Wie gesagt, Klassifizierungen sind nützlich und auch eine Ordnung ist nützlich, nur darf man sie eben nicht mit sogenannten Tatsachen oder Realitäten verwechseln. Nahtloses Gewebe ist auch wieder ein typisch objektivistischer Ausdruck. Solche Aussagen zu treffen, ist nur auf subjektivistischer Basis möglich.
Und das obliegt dann der Urteilskraft jedes Einzelnen, inwieweit jetzt da irgendeine Verallgemeinerung in Bezug auf eine irgendeine Struktur, existierende Struktur oder was auch immer da wirksam ist, mag für den Einzelnen sinnvoll sein, die ganze Angelegenheit so zu sehen, aber daraus leitet sich noch kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit ab. Das ist der Punkt. Jetzt kommen wir auf ein anderes Gebiet, Psychologie, noch genauer Wahrnehmungspsychologie, und zwar gewisser Gustav Lindner aus dem Naturgarten der Kindersprache. Dort heißt es, es wird jetzt täglich mehrmals zur laut tickenden Wanduhr getragen, das Kind, das Kleinkind, und ihm dabei den Pendelschlag entsprechend und ihn verstärkend das Wort Tick-Tack deutlich vorgesprochen. Längere Zeit nachher, wenn er wieder in seinem Bettchen liegt, der Kleinkind, von dem aus er die tickende Uhr sehen kann, wird ihm das Tick-Tack laut zugerufen und von ihm meist sofort mit einer Blickrichtung nach der Uhr beantwortet. Man sieht also, dass er das ihm vorgesprochene Wort mit dem gehörten Klang in Verbindung bringt, dass also eine Assoziation seiner Gehörsvorstellung mit dem Erinnerungsbild derselben stattgefunden hat. Das aber ist die Voraussetzung für das Sprachverständnis. Also hier nochmal etwas deutlicher den Prozess veranschaulicht, wie es zur Begriffsbildung kommt, durch eine Assoziation einer Gehörsvorstellung und dann später auch eines geschriebenen Wortes mit einem Erinnerungsbild, eine Verknüpfung mit einer Erfahrung. Und das Ganze geschieht identifikatorisch. Also für dieses Kleinkind kann dann ein ähnliches regelmäßiges Ticken dazu führen, auch eine Uhr zu meinen, was dann unter Umständen nicht der Fall ist und dann diese Erwartung enttäuscht wird. So häufen sich dann Erfahrungen eine nach der anderen im Bewusstsein, im Wortschatz, im Erinnerungsschatz eines kleinen und dann auch größeren Menschen an. Und an dieser Methode, so sich die Welt zu erobern, quasi via Wortvorstellungen und Begriffen die Umgebung in Besitz zu nehmen, ihrer habhaft zu werden, mit Gegenständen, die dann bewusstseinsmäßig greifbar sind. So entwickelt sich das Sprachverständnis bzw. das Sprechen können und daran anschließend auch ein Denken können, weil diese Assoziation ist jetzt nicht nur auf Gegenstände und irgendwelche Sinneswahrnehmungen beschränkt, sondern kann dann auch als Denkvorgang zwischen den Begriffen ohne die dazugehörige Wahrnehmung stattfinden, mit mehr oder weniger großer Folgerichtigkeit. Soweit die
Rückerinnerung erlebt, bewusst machen dessen, wie die Sprache gelernt wurde, es geht weiter mit Ernst Neumann, die Entstehung der ersten Wortbedeutungen, hinzugefügt werden muss, dass es sich hierbei wieder um objektivistische Aussagen handelt, die sich auf einer sehr allgemeinen Ebene bewegen in ihrer Verallgemeinerung, wo sich die Einzelfälle immer unterscheiden, also kann ich mir ein Kleinkind vorstellen, wo jetzt Mama, Papa tagelang, wochenlang Tic-Tac rufen und es passiert absolut nichts. Oder womöglich eine ganz andere Assoziation. Und nicht anders ist es hier bei diesem Zitat eine mehr oder weniger Verallgemeinerung, die dann im Einzelfall überhaupt keine Bedeutung haben muss oder ganz anders ausschaut. Diese Aussagen, die jetzt streng wissenschaftlich gemeint sein mögen, sind immer nur als subjektivistische Standpunkte zu betrachten. Das ist der Standpunkt dieses Ernst Neumann oder eben seine Theorie. Und inwieweit jetzt da eine Allgemeingültigkeit zum Tragen kommt, das bestimme in erster Linie ich. Sodass eine Möglichkeit in dem Fall, dass ich jetzt irgendwas zustimme, ich dann auch für mich einschätze, dass möglicherweise ein größerer Grad an Allgemeingültigkeit damit zu erzielen ist, weil ich annehme, dass sich in diesem Punkt auch noch andere Menschen einsichtig zeigen, in anderen Punkten weniger und so bewegt sich dann die Spekulation mehr oder weniger, die dann mein eigenes Weltbild beeinflusst oder nicht. Aber nun zu Ernst Neumann mit der Nummer 64. Die Sprache, welche das Kind gegen das Ende des ersten Lebensjahres oder in der ersten Hälfte des zweiten Jahres auszuüben pflegt, arbeitet mit dem denkbar geringsten Wortschatz, mit verstümmelten Nachahmungen der Lautkomplexe erwachsener Personen und mit sehr unbestimmten Bezeichnungen äußerst unvollkommen erfasster Wahrnehmungsinhalte. Dagegen braucht keine jener höheren geistigen Funktionen in Kraft zu treten, die wir als die Träger der logischen Prozesse, der Begriffsbildung, des Urteilens und Schließens ansehen. Also, die Sprache, welche das Kind gegen das Ende des ersten Lebensjahres ist hier der Punkt, in der ersten Hälfte des zweiten Lebensjahres auszuüben pflegt, arbeitet mit dem denkbar geringsten Wortschatz, mit verstümmelten Nachahmungen der Lautkomplexe, also Labada für irgendwas. Erwachsene Personen mit sehr unbestimmten Bezeichnungen, aber das sind eben für das sind im Grunde genommen schon Begriffe, die sich ein Kind macht, weil eine Assoziation da veranschlagt werden muss.
eine Verknüpfung dieser Wahrnehmungsinhalte mit einer bestimmten Sache auch dann immer wieder mit demselben Lappa da für dieselbe Sache. Und diese höheren geistigen Funktionen, die erschließen sich dann da eben an. Man wird, jeder, der mit Kleinkindern aufgewachsen ist, beziehungsweise Kinder hat, wie es so schön besitztechnisch heißt, wird da seine eigenen Erfahrungen haben, mehr oder weniger umfangreiche, in der Regel spielen sich aber diese logischen Prozesse hauptsächlich in so als identifikatorische Methoden ab, dass dann weniger eine Begriffsbildung in dem Sinn zum Tragen kommt, dass da verschiedene Bedeutungsinhalte zur Debatte stehen, dass man dann da ist, hat sich da irgendwann einmal ein Begriff in der Richtung gebildet und der wird mit seinen Bedeutungsinhalten dann weiter tradiert, kommt dann auch wieder auf den, soll ich sagen, Charakter oder die Erziehung eines Menschen an, inwieweit da eine gewisse Offenheit auf Kritik Einsichtnahme besteht, wird sich das auch dann wieder von Subjekt zu Subjekt anders darstellen. Es geht ja nur darum, sich bewusst zu machen, welche Entwicklungsschritte da jeder durchmacht, woran sich kaum jemand noch erinnern kann, an diese Zeit, Frühzeit der Kindheit. Das ist wie weggeblasen, was die Erinnerung betrifft, inwieweit das Ganze dann noch unbewusst weiterwirkt. Das ist wieder eine andere Geschichte, aber wir kommen weiter. Ich sehe kurz auf den Chronometer, in etwa 7 Minuten, da geht diese Nummer locker durch. Karl Georg Böse. Nomen est Omen, mit diesem Namen kann man praktisch nur ein Buch über die Sinneswahrnehmung und deren Entwicklung zur Intelligenz schreiben. Wieso? Keine Ahnung. Ich denke mal, dieser Name prädestiniert zumindest zu nicht gewöhnlichen Dasein auf alle Fälle, aber egal. Die Nummer 65, die Sinnesempfindungen sind keineswegs an und für sich Wahrnehmungen der äußeren Dinge selbst, auch wenn die Mehrzahl der Menschen wahrscheinlich fest überzeugt ist, sie sähe die Dinge selbst, sie hörte die schallende Glocke selbst, etc. Im Gegenteil, was wir sehen, ist nicht die Blume, sondern das Netzhautbild derselben im Auge. Was wir hören, ist nicht die tönende Glocke, sondern nur der mit derselben übereinstimmend vibrierende Gehörnerv. Ja, da wären wir wieder bei den Sprachgewohnheiten, inwieweit jemand den Begriff des Sehens
für alles Mögliche verwendet. Da sieht man dann auch das, was eigentlich gedacht wird. Gerade was die Sinnesempfindung und die Wahrnehmung angeht, da überwiegen natürlich die, das heißt natürlich im ganz Besonderen die natürlichen Wortzuordnungen aus der frühen Kindheit. Und niemand käme da auf die Idee, jetzt eine wissenschaftliche Ansicht, eine sinnesphysiologische Ansicht zu haben, was wieder bildungsabhängig ist, wie das Bewusstsein ist. Gebildet, dementsprechend kann dann auch, war in einer früheren Folge die Rede, inwieweit die Sprache die Wahrnehmung beeinflusst, dann sind eben bestimmte, wenn für einen vibrierenden Gehörnerv kein Begriff besteht, dann kann es auch nicht sein, dass diese Differenzierung vorgenommen wird und man dann eben etwas ganz anderes hört, wie eben, das Hören ist dann im Grunde genommen hinfällig, das handelt sich dann bloß mehr um Nervenreize. Solcher und anderer Art, je nachdem welcher Nerv da gereizt wird, der Gehörnerv oder der Sehnerv. Und da kommt es ja dann auch vor, dass die willkürliche Reizung eines Sehnervs ohne eine entsprechende Tatsache dann auch zu durch einen Schlag oder wie auch immer dieser Sehnerv dann gereizt wird, dann entsteht ein Netzhautbild, das aber nichts mit den sogenannten Tatsachen zu tun hat, sondern durch diese Reizung entsteht. Und so gibt es auch Reizungen des Gehörnervs, denen kein äußerer Ton jetzt entspricht. Wir machen weiter in Sachen Wahrnehmung. Wieder einmal ist eine Uhr Subjekt des Geschehens. Nochmal KGB, Karl Georg Böse. Man sitzt neben der Wanduhr und überhört den Stundenschlag. Man richtet die Augen auf einen Gegenstand, ohne denselben zu sehen, etc. Die betreffenden Sinneseindrücke sind zustande gekommen, aber spurlos verloren gegangen. Der Grund dafür ist, wie man sich auszudrücken pflegt, Geistesabwesenheit und die Beachtung von Fällen wie die angeführten drängt nur umso mehr zu der Überzeugung, dass eine rein sinnliche Erkenntnis unmöglich ist. Also, um jetzt den nominalistischen Spruch, ich sehe, es gibt nichts als Namen, also nur Allgemeines und die Verknüpfung zu dieser sinnlichen Erkenntnis ist mehr oder weniger willkürlich oder eben zweckbedingt, sinnvoll und nützlich, sind diese unbewussten Wahrnehmungen bzw. die Schwelle des Bewusstseins, der Fokus, es liegt immer ein Fokus, ist immer ein Fokus vorhanden, eine
Intendierung, die Aufmerksamkeit ist gerichtet auf eine bestimmte Sache und alles andere mag zwar per Lichteinfluss einen Reiz auslösen, aber der schafft es nicht ins Bewusstsein. Und genau das ist der Punkt. Es geht nur um das, was es ins Bewusstsein schafft und was nicht, ist zwar in gewisser Weise zu berücksichtigen, aber eben nur als ein Irgendwas, das sich der menschlichen Erkenntnis entzieht. Soweit zur Nummer 66 und die Folge 13 in dieser Trilogie beginnt, wird dann mit der Nummer 67 und einem erneuten und dann noch einmal ein Kargyo-Büse folgen. Und das war's. Peace out.